So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Brothers The Lost Levels. Und ja, heute sind wir in der siebten Welt und ja, es ist wohl ziemlich windig, wie man ja schlecht übersehen kann, würde ich mal behaupten, ne? Und ja, schauen wir mal, wie ich mich heute so anstelle. Ah, hier fliegen ja auch wieder einige Cheep-Cheeps rum. Alter, krass. Richtig krass und so. So, muss ich hier hoch? Könnte sogar sein. Wir schauen einfach mal. Ja, schön, dass ihr das Video wieder angeklickt habt, ne? Freut mich immer sehr. Und, ja. Sterben tue ich auch sehr gerne übrigens. Ne? Wer es noch nicht erkannt hat. Hi, ich bin Mr. Manu. Und ich sterbe gern. Warum rede ich überhaupt so blöd? Ich weiß es nicht. Ich bin ja eigentlich sehr klug, ne? Ich kann auch viel vernünftiger reden, ja? Man mag es kaum glauben. Und Frau mag es aber glauben, ne? Man mag es kaum glauben, aber Frau glaubt's. Ich hoffe, ihr habt den Witz verstanden. Ja, wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich bin einer der witzigsten Menschen auf der Welt. Falls ihr es noch nicht wusstet. Wow. Und außerdem habe ich auch ein bisschen Skill und ab und zu fail ich aber auch, ne? So ganz selten so. Kommt nicht sehr oft vor, ne? Aber ja, so ab und an mal für die Quote. Oh Mann, ey. ich vergesse immer, dass da eine Kugelwilli-Station ist. Vergesse ich immer. Irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie ist mein Gehirn noch nicht auf an. Habe ich so das Gefühl. Das habe ich so im Urin. Ja, nicht im Kot, im Urin. Wow. 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 Und jetzt lasse ich mich aber nicht verarschen. Komm, schieß doch, hä? Willst du schießen? Dann schieß, bitteschön. Mich kannst du nicht verarschen. So, ich erstelle auch hier mal einen Checkpoint oder einen Speicherpunkt oder einen Save State. Wie auch immer. Wow. Okay. Ist in Ordnung. Ich meine, ich bin voll okay damit. Ne? Dass die Piranha-Pflanze an mir beißen wollte, obwohl ich eigentlich nicht so gut schmecke. Aber gut, wenn die meint, dass ich gut schmecke, dann meint die, dass ich gut schmecke. Und ja. Hoffentlich ist das Level bald vorbei. Ich dachte schon, ich sterbe und wollte neu laden. Wow. Ah, okay. Aber da ist das Level tatsächlich auch schon vorbei. Ne? Da haben wir das Ziel schon gerochen. Ah, das ist sogar frisch gewaschen, die Zielfahne. Das ist ja cool. Ja, kann man mal sehen, die Japaner. Die guten alten Japaner, die waschen sogar manchmal den Zielpfahl. Nice. Und damit haben wir das erste Level der siebten Welt erfolgreich abgeschlossen und können mit dem zweiten Level weitermachen. So, ich speichere auch gleich mal wieder. So. Und ja, dann schauen wir mal. Ah, das ist wieder so eine, ja, fahrende Pilzplattform sozusagen. Wow. Ja, den Pilz hätte ich schon gern. Wäre eigentlich ganz schön schmackofatz, ne? Ich meine, wenn der schon so gut zu bekommen ist, ne? Ich meine, sonst sind Items ja nicht immer so gut zu bekommen in diesem Spiel. Aber ist das mein Ernst? Ist das mein Ernst? Ja, aber dann nehme ich das doch gleich mal mit. So. Okay. Und jetzt aber. Komm schon, jawohl. Und bitte auch in die Röhre. Geh halt nicht in die Röhre, ist okay. Musst du ja bloß zum Weiterkommen, aber okay. Benutzt die Röhre nicht, ist okay. Ich meine, ich habe nach unten gedrückt, aber nee. Warum sollte man die Röhre benutzen? Braucht man ja nicht. Mario, sei kein Vollidiot. Ein Lehridiot wäre mir viel lieber. Ja, ganz ehrlich.
Ah, shit. Ich dachte, ich kann so auch noch an den Paracoupa rankommen. Aber anscheinend nicht. Okay. Dann halt nicht. So. Und jetzt geh in die Röhre. Mein Gott. Was war denn so schwer daran? Gar nichts. So, erstmal speichern. Also bitte, bei allem, was lieb ist, aber... Du kannst doch nicht einfach nicht die Röhre benutzen. Wo bin ich? Ah, ich mag das nicht. Diesen Glitch, ich hasse den. Haben die wohl damals irgendwie nicht anders hinbekommen, dass man... Wenn man getroffen wird, dass man für einige Sekunden unsichtbar ist. Ich glaube kaum, dass das so ge... Scheiße. Ich glaube kaum, dass das so gewollt war von Nintendo. Ich glaube, das ist echt ein Glitch. Ich meine, das war auch im ersten Teil so. Meinst du? Ja, doch. Es war im ersten Teil auch so. Und ja, hier konnten sie es wohl auch noch nicht verbessern. Ne. Scheint zumindest so. Okay. Warum rutschst du denn runter? Ich habe gar nicht weitergelenkt. Ja, das ist ein bisschen... auch ein bisschen anders als im ersten Teil. Ja, die Steuerung ist anders. Aber der gleiche blöde Glitch lässt mich unsichtbar sein. Oder Bug oder was auch immer. Wie man es bezeichnen will. Aber wie gesagt, ich glaube kaum, dass das von den Entwicklern gewollt war. Dass man da so unsichtbar wird. Da kann man den Mario ja gar nicht mehr sehen. Der schöne Klempner. Ich würde jetzt dann auch gerne mal... Nein, ohne Gegentreffer. Ich würde dann jetzt auch... Duck dich doch in der Luft, wenn ich nach unten drücke. So. Ich würde jetzt dann auch mal gern ein bisschen weiterkommen, so. Wenn es genehm ist. Also, ich meine, muss man ja nicht, ne? Aber wäre sehr nett. So. Ich speichere mal hier. Ich weiß, es war sehr früh im Level, aber das interessiert mich einen Scheiß. So. Komm. Lakitu. Oh Mann. Jetzt hat er mich getroffen mit seinem Idioten. Ja. Ja, jetzt konnte ich mich wieder nicht sehen. Ja. Ja, super. Ja, hast du toll gemacht. Super, Kerle. Hat er ganz toll gemacht. So. Okay. Und schwupps hier rüber. Und schwupps hier rüber. Und schwupps und schwupps. Wow. Das waren jetzt ziemlich gefährliche Sprünge. Aber irgendwie bin ich dann vorbeigekommen. So. Ja, muss ich hier rein? Ah, ne. Ich sehe schon, da drüben geht's. Ah! Ich wollte sagen, da drüben geht's weiter, aber nein! Da drüben geht's zum Ziel. Ha! Voll cool und so. Ha ha! Ja, 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 ja. Das sollte übrigens eine Lache sein, wer es nicht erkannt hat. Mann, ich bin heute wieder total aufgedreht. Ich glaube, ihr merkt's, ne? Ich bin aufgedreht wie ein Wasserhahn. Aber gut, muss ja nichts Schlechtes sein. Oh je, Trampoline und Wind. Das ist keine gute Kombination, das sage ich euch. Das ist eine richtig schlechte Kombination. Eine richtig gefährliche Kombination. Wow, wow, wow. Aber anscheinend besteht das ganze Level hier raus. Ja, kann man machen. Ne? Wenn man lustig ist, kann man das machen. So als Japaner kann man so einprogrammieren. Ist okay. Ist in Ordnung. So. Kann man machen. Man sieht halt auch erst sehr spät, wo man runterkommt, ne? Das ist halt meistens das Problem. Nein. Okay. Vielleicht läuft es jetzt besser. Voll abgehoben, dieser Mario, ne? Aber total abgehoben, ich glaub's ja nicht. Was soll denn der Scheiß? Abgehobener Klempner, ja? Bloß weil du eine berühmte Spielefigur bist, hä? Oder was? Ich glaub's ja nicht. Was bildet sich dieser Klempner ein? Schlimm, schlimm.
Könntest du mal bitte so eventuell, also ganz vielleicht so hierauf landen? Wow, danke. Dankeschön. Ja, dann fall halt da vorbei, ist okay. Ich meine, warum solltest du auch richtig landen? Ich meine, ist ja windig, ne? Kann ich gut verstehen, also wirklich, ne? Also kann ich schon nachvollziehen. Na, hoppla. Wow. Ey, der Cooper hat mich ja voll aus dem Konzept gebracht. Du scheiß Schildkröte. Ich mag Schildkröten, aber nee. Den Paracooper, den mag ich nicht. Der behindert mich ja bloß. Okay, hier hat der Wind aufgehört. In Ordnung. Kann man machen. Ah, und hier ist auch schon das Ziel. Nice. Alter Vater. Das will ich mir auch gar nicht ohne Safe States, genau. Safe States vorstellen. So viele perfekte, ja, Trampolinsprünge. Mit Wind in Kombination, ne? Das ist schon krass. Aber okay, Hauptsache, ich hab's mit Safe Stage geschafft. Ist ja in Ordnung. Habe ich ja gesagt, dass ich welche nutzen werde. Und jetzt nicht unbedingt sparsam. Aber hey, wenigstens Let's Play ich das Game, ne? Wie viele Super Mario Bros. The Lost Levels Let's Plays habt ihr denn schon gesehen? Hm? Erzähl's mir. Erzähl's mir bitte. Ich sag mal so. Klar, ich spiel's mit Safe States, aber hey. Wenigstens spiele ich es, ne? Also ich habe jetzt nicht, also wirklich nicht viele Let's Plays gesehen zu Super Mario Bros. The Lost Levels. Die anderen Teile, die wurden ja sehr intensiv Let's Played. Aber The Lost Levels? Nee. Da lässt man lieber die Finger weg. Ich meine, ich kann es verstehen, ne? Ich kann es echt verstehen. Aber ja, komm. Dann sagt man halt, okay, man nutzt ein paar Safe States. Und hey, dann ist das Spiel wenigstens mal gezeigt, ne? Jetzt ohne Safe States würde ich mich auch echt nicht trauen, gebe ich ja zu. Das wär mir echt viel zu anspruchsvoll. Also jetzt ohne Scheiß. Ja, aber ich meine, ihr seht die Level und den ganzen Kram. Und von dem her, na shit. Ja, eigentlich sollte man hier oben lang gehen, ist klar. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Könntest du jetzt bitte nicht dauernd so blöd von dem Cooper abspringen, dass du im Loch landest? Der landet immer im Loch. Weil der Cooper, der schleudert einen dann ins Loch rein. Ich meine, ist okay, kann man machen. Muss man aber nicht, danke. Okay. In Ordnung. Dann hierhin. So. Jawohl. Und weiter geht's. Zum Glück wird man in der Ecke nicht getroffen, ne? Ich glaube, hier dürfte es auch so sein, oder? Aber das ist auch sauknapp, ne? Aber wirklich sauknapp. Aber wirklich total sauknapp. Wow, shit. Ja, ich dachte, ich kann nach unten drunter springen. Hat aber, na schade, hat aber la jetzt bin ich aus dem Konzept. Hat aber leider nicht mehr ganz gereicht. Mann, so. Okay, gut, danke. Wir wollen keinen angebratenen, ja gut, vielleicht doch. Vielleicht wollen wir doch einen angebratenen Klempner. Ich meine, ist ja nicht so, dass Marius schon zig Male die Welt gerettet hat. Aber nee, den kann man ruhig anbraten, ne? Macht dem ja nichts aus. So, der ist ja sowas gewohnt, ne? Von seinen Abenteuern, dass solche verrückten Dinge passieren. So, okay. Und Bowser dürfte jetzt dann demnächst kommen, ne? Tatsächlich. Tatsächlich dürfte Bowser jetzt schon demnächst kommen. Ich meine, wenn hier schon seine Flammen sichtbar sind, ne?
Wollen wir gar nicht lange rumfackeln. So. Was ist, wenn ich einfach durchrenne? Ja, shit. Ich muss irgendein gutes Timing finden bei Bowser. Oder wenn er eine kurze Hammerwerfpause macht. So. Jawohl. Okay. Und damit haben wir die 7. Welt hinter uns. Aber man kennt's. Die Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Jo Leute. Und dann würde ich sagen, war's das auch schon von diesem Part. Das nächste Mal geht's in der 8. Welt weiter. Und ich sage jetzt an der Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und dann danke ich aber auch schon wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.